Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Hier ist unsere sechste Generation der Timo und Tobias siebte Generation. Beide irgendwie am Telefon gerade, warum auch immer. Ich glaube, die telefonieren aber jeweils mit jemand anderem. Ach ja, dem Tobias habe ich gesagt, das soll man den Georat auch noch anrufen, wegen bestimmte Proben, die er hier so in seinem Inventar hat. Mal gucken, ob wir irgendwelche Sachen haben, die wir, also, wir brauchen noch ein paar Elemente. Ich glaube zwei, aber ich weiß leider nicht welche, von daher. Der Georat wird uns mal sagen, was wir aus den Mineralien machen können. So, Timo muss zur Arbeit. Das heißt, wir gehen mal wieder mit. Er ist ja jetzt Level 9 und ja, wir müssen ihn auf Level 10 bringen. Und danach gehe ich auch nicht mehr mit, beziehungsweise kann ich ihn in Rente gehen lassen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er da Senior sein muss. Schauen wir dann einfach mal. Oh, auch Tobias ist zur Arbeit und, sage ich mal, soll fleißig arbeiten. Zu ihr habe ich das schon gesagt und da habe ich Freundschaften schließen gesagt. So, was müssen wir machen? Ach, Jemini, die ist auch schon Seniorin geworden. Und was machst du gerade? Mit dem Roboter plaudern? Wir müssen Elektroflux, Wurmloch-Generator erfinden, Klonmaschine verbessern, um Sims zu klonen. Oh, oh, wartet mal. So, warte, da mache ich das doch mal weg. Das mache ich mal drauf und dann müsste es eigentlich verbessern. Hey, komm, verbessere das mal. Dann kann ich Sims klonen? Ehrlich? Oh Gott. Was? Alina hat Jakob kennengelernt? Okay. Na dann, verbessern wir das Teil mal. Oh, haben wir es schon? Nee. Ups. Dann kann ich Sims klonen? Mach einen Zwilling aus mir. Nee, nee, keine zwei Timos. Nein, nein. Dann müsste ich das Teil eigentlich sogar mit nach Hause nehmen. Das ist sogar von ihm gemacht. So, Alina hat Darling in der Schule getroffen. Okay. Na, mach mal hin, ne? Verbesserung. So, Timo hat die Klonmaschine verbessert. Mit ihr können jetzt sowohl Sims als auch Objekte geklont werden. Wie wäre es mit einem Zwilling? Okay. Sims klonen. Wie mache ich das dann? Kann ich dann irgendjemand anders auswählen? Okay, was muss ich noch? Kollegen bei Gedankenkontrolle dazu bringen, sich umzuziehen. Das muss ich sechsmal jetzt machen, oder was? Okay. Okay, wir fangen mal an. Jungbastlerin. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich will dich ansprechen hier. Gedankenkontrolle. Outfit ändern in Nachtwäsche. Zeig mir mal deine Nachtwäsche. So, dann Gedankenkontrolle umändern die Nachtwäsche. Und von unserer Rezeptionistin würde ich das auch gerne sehen. So, wo ist unser Timo? Ach, was ist das? Oh, wir haben ja noch eine Klonmaschine. Warum haben wir so viele Klonmaschinen hier? Was machst du da gerade? Experimentieren. Yep, yep, ja. Sag mal, du arbeitest mit lauter Frauen zusammen mittlerweile, oder? Ist gar kein einziger Mann da. Was mache ich denn jetzt? Timo, jetzt mach nicht so lange. Das ist aber schon echt hart, dieses mit dem... Okay. Wie er immer lacht. Also irgendwie bist du schon so ein Schelm. Muss ich echt sagen, ey. So, die nächste kommt schon an. Das ist ja nett. So, gucken wir mal, was hast du nachts an? Oh, ich muss mich hier umziehen. Yay, yay, yay. Und? Wie er wieder lacht. Mann, Timo. Du bist mir echt ein Schlawiner. Ach, guck mal. Das wird beides gezählt. Ist ja nett. So, und dann die dritte. Die kommt schon angetänzelt hier. Geht das nur hier oder was? Na komm. Hab mal was. Weniger. Nein, auch nicht wirklich. Okay. Aber ganz nett. Finde ich süß. So, im Internet surfen. Dann gehen wir da irgendwie, keine Ahnung, Web.
Im Internet surfen. Dann muss ich mal gerade gucken. Dazu bräuchte ich noch ein beliebiges, ungewöhnliches Metall, um das zu machen. Eine Frucht oder Blume analysieren. Analysieren. Ach so, ich brauche sowieso noch Durchbrüche. Von daher könnten wir mal kurz rumbasteln. Heureka! Oh, wir haben eine Idee für ein Krebsserum aufgeschrieben und damit seinen 17. Durchbruch erzielt. Da muss ich mal gerade was gucken. Ochsenstark, Grips, Chrysantheme und Apfel. Wir haben keine Chrysanthemen. Schade, schade, schade. Es ist ja Wahnsinn, was man hier alles so machen kann im Grunde. Also interessant wäre mal, wenn ein Sim irgendwann mal alles könnte. Das wäre echt mal. Aber das braucht ewig. Wahrscheinlich. Ja, wenn er jede Karriere auf 10 kriegt und so weiter. Das ist sowas, was ich irgendwie gerne hätte. Was? Ein Buch lesen. Okay. Eine Frucht oder Blume analysieren. Konnte ich jetzt da nicht hingehen? Tatsächlich, ne? So, weil die hingeht. Warte mal. Ich habe doch hier auch, guck mal, rumbasteln. Mal gucken, was da draus wird. Nichts Wirkliches. Okay, dann Sim-Klonen. Ich will es echt mal probieren. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt dann dich klone quasi oder verrückter Wissenschaftler. Was ist eigentlich die nächste Stufe? Alien-Forscher. Aha. Oh. Okay. Ich könnte meine Schwester, ist die in der Nähe oder warum ist die angezeigt? Ich würde gerne die. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde die Annette eigentlich ganz nett. Nett, ne, die Annette. Hier liegen doch lauter Pflanzen rum. Kann ich die nicht mal einpacken und dann analysieren oder so? Ich habe aber auch. Warum auch immer. So, ich bin gespannt. Sim-Klonen. Wir gehen nochmal kurz weg. Oh, rot sieht schlecht aus. Mein Gott, Gina Breuer. Okay, das hat deswegen nicht ganz funktioniert. Verdammt. Sie heißt Gina und nicht Annette. Oder ist das... Oh Gott. Das ist ja krass. Okay, deswegen will ich es vielleicht doch gerade noch mal ganz kurz ausprobieren. Ach, jetzt ist sie weg. Jetzt hätte ich sie doch gemacht von mir. Oh, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Was ist das? Oh, nein! Wie bitte? Warum bist du jetzt in meinem Haushalt? Das habe ich nicht gewollt. Ach, die lassen wir natürlich wieder ausziehen. Oh, befördert worden. Oh, Moment, stopp. Theresa. Theresa ist befördert worden zu Gemeindeorganisatorin. 10. Simul und mehr. Und die Interaktion Expertenrede halten. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Theresa. Jetzt ist die in unserem. Das ist jetzt, was ich nicht wollte. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, sie ist wahnsinnig geschäftstüchtig und gemein, okay. Aber auch alles grün im grünen Bereich. So, Timo, wir müssen noch arbeiten, Mensch. Warum habe ich keine Pflanze? Ich verstehe es nicht. Ach so, ne, analysieren. Oh. I'm sorry. Natürlich muss ich da nach drüben, nicht dahin. So. Tja, jetzt haben wir irgendwie die an der Backe. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit ihr anfangen soll. Aber gut. Die werden wir ausziehen lassen. Analyse erfolgreich. Yay.
Möglicherweise. Was? Diese Analyse hat der Flora möglicherweise geschadet. Timus sollte nächstes Mal vorsichtiger sein. Ausgehungert machen. Na dann. Gedankenkontrolle. Essen. Gedankenkontrolle. Essen. Und nochmal Gedankenkontrolle. Essen. Wer ruft an? Tammy, herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du hast sie verdient. Meintest du meine letzte Beförderung oder wie jetzt? Weil ich bin nicht befördert worden, das war Theresa. Wie er immer lacht. Jetzt hat sie Hunger, oder? Eigentlich noch nicht. Ach so. Naja, sie gehen auf jeden Fall jetzt essen. So, 1, 2, 3, komm, mach. Bitte, danke. So, was ich jetzt noch brauche, ist ein Metall. Und deswegen gehe ich nochmal kurz mit ihm hier raus. Graben. Kollegen mit Analyse der Flora beauftragen. Das könnten wir natürlich auch noch. Warte mal, was ist das? Unter Gedankenkontrolle essen. Ah ja, okay. Kollegen beauftragen mit Analyse der Flora. So, das machen wir. Und dann grabe ich nochmal fix. Gott, ich habe aber kaum noch Zeit. Ich habe es aber geschafft. Yay. So, wir gehen aber nochmal jetzt hier raus. Und gucken mal, was wir kriegen. Müsste ich auch mal auf Toilette hier. Ein Opulentium. Mhm. Ist immerhin Metall, oder nicht? Turmalin. Was ist das? Warum ist jetzt da ein... Hä? Wie kommt denn das jetzt dahin? Ich kann es aber auch nicht anklicken. Flamingonium haben wir auch schon. Was mich jetzt nur interessiert. Ja. Ich glaube nämlich, er hat ja noch keins erfunden. Ist jetzt egal, dass du so unbedingt auf die Toilette musst. Geh mal bitte. Eine Kapsel. Naja, für 10 Minuten. Hm. So, fantastische Arbeit gemacht. 2500 und ein paar zerquetschte Simoleons. Das? Yay! Haben wir supi gearbeitet. War heute eben mal wieder ein Arbeitstag. Ein arbeitsreicher Tag. Jetzt wird er nochmal auf die Toilette müssen. Und ich schicke ihn aber auch nochmal dies an der Rakete. Hat Sunshine auch gemeint. Da fehlt noch was. Da muss ich noch was verbessern. Weil ich will ja irgendwann mal mit ihm nach Sixam gehen. Das kenne ich noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ja. Und das kann ich wirklich mit ihm schaffen. Ich muss mal gerade gucken, eigentlich wie alt er momentan ist. Aber nachdem... Dahlia müsste ja älter sein. Von daher sollte alles gut sein. Und wie weit ist unsere Theresa eigentlich? So. Ach so, wir haben jetzt die... Sie lasse ich dann wieder ausziehen. Also... Ich lasse sie irgendwo anders einziehen. Ich lasse jetzt gerade mal halt einfach jetzt noch da. Das mache ich dann nachher. So, du gehst nochmal auf die... Da ist sie schon jemand. Auf die Toilette. Verwenden. Spülen. Dann kannst du nochmal eine nachdenkliche Dusche machen. Uns fehlt ja auch noch immer ein Durchbruch. Und dann kannst du das noch zu Ende essen. So, die anderen. Dahlia. Yay. Essen zubereiten. Du hattest ja heute frei. Dann machen wir nochmal... Du kochst irgendwas... Keine Ahnung. Gebratene Tofu-Hühnchen meinetwegen. Ist doch auch ganz nett. Okay, Theresa. Wie weit sind wir? Ach Gott. Wir sind noch nicht mal im zweiten Trimester. Von daher... sieht man gerade mal ein ganz kleines bisschen. Erfolgreich Anliegen hervorbringen. Muss ich mal gucken bei dir.
wegpromoten und dann gehe ich mal ein bisschen reden üben mit ihr. Sie scheint doch ganz gut zu gehen. Sieht man den Bauch so wunderbar. Fühlt sich motiviert, genau. War es das? Ja. Einmal geredet und schon passiert. Das ist ja toll. Was müssen wir mit dir noch machen? Wir brauchen noch viele, viele Follower. Level 3 Videospielfähigkeit und Witze. Okay, wir gehen erstmal Videospiele spielen. Schöne Arbeit. Hier, geh mal spielen. Und unsere Alina, die muss Hausaufgaben machen. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo die Hausaufgaben wieder sind. Okay, wartet mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die rumliegen. Und wir müssen die ja irgendwo kaufen können. Da. Einmal Grundschulhefte kaufen. Und. Wo sind die jetzt? Wo werden die hingemacht? Jetzt bin ich etwas ratlos, ganz ehrlich. Ich habe es nicht gelesen. So, ich kaufe ihn nochmal. Aber ein Simoleon? Was ist das? Rextrex. Ist das was? Im Besitz? Okay. Keine Ahnung. Wo haben wir denn? Das sind... Ach doch, das sind die Dinger für Kleinkinder. Wo ist denn jetzt? Hausaufgabenhefte. Ich möchte meine Hausaufgaben machen. Und ich habe kein Hausaufgabenheft. Das ist doch doof. Bin ich bescheuert. Ich finde es echt jetzt nicht. Das Große, das nützt mir doch nichts. Da ist es, meine Güte. Im Besitz, ja, danke. Aber wo? Ein Simoleon? Die gekauften Objekte findest du in dem Bücherregal, für die du sie gekauft hast. Öffnen. Ah, öffnen wäre eine Maßnahme, hm? Hier, da. Da, so. Perfekt. Meine Güte. So, jetzt immer Hausaufgaben machen. Das war halt eigens zu viel, aber egal. So, Timo. Wie geht's dir? Ganz gut. Das Brathähnchen von der Dahlia sieht auch lecker aus. Du machst das hier noch zu Ende. An Verbesserung. Und die Dahlia... abgeschlossen. Ja, wunderbar. So. Wie weit sind wir mit dir eigentlich? 9 auch. Wow. Krass. Na gut, am Freitag müssen wir erst wieder arbeiten. Ich lasse sie jetzt einfach mixen, das, was sie machen möchte. Das ist okay. Und du bist jetzt auch gleich soweit. Gina hat oben irgendwie Holzarbeiten gemacht. Na, es dauert nicht mehr lange. Gleich. Yay! Haben wir geschafft. Ach so, da müssen wir es auch noch machen. Na, das ist doch super. An 3 verschiedenen Orten in Sims kennenlernen. Wir müssen mit ihr also mal irgendwo hin. Aber... Jetzt darf sie erstmal was essen. Heureka! Yay! Und unser Timo hat den weiteren Durchbruch geschafft. Das ist doch super. So. Wie weit bist du jetzt? Level 4. Meine Güte, ich habe irgendwie voll viel zu tun hier mit euch allen. Ich weiß auch nicht. Tobias. Tobias geht noch Videospiele spielen. Dich lasse ich in Ruhe. Die Gina ist kokett, das heißt, sie ist im Wohnzimmer. Ja, die lasse ich wieder ausziehen. Ich weiß nicht, was ich mit ihr anfangen soll hier. Alina macht Hausaufgaben. Hast du es schon geschafft? Achso, die Mama hilft? Nee. Hilf ihr doch mal bei den Hausaufgaben, Daniel. Hier, dann geht's schneller. Ich weiß, du, ich musste aufs Klo, aber... Achso, dich müsste ich mal sagen, dass du aufhören darfst. Und Timo ist hier noch da draußen dabei. Aber wir haben echt noch den... Ja, 18 Durchbrüche, das heißt, dass wir
Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir es vielleicht noch diesen, ja, am Freitag vielleicht schaffen, ansonsten dann einen Tag später. Das ist doch cool. Mensch, ich freue mich so auf die Babys. Das Baby. Ich weiß es noch nicht, was es wird. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich habe ja 6 Personen gerade hier. Ich musste gerade mal durchzählen, aber China muss ausziehen. So, er hat wieder Hunger. Aber da du sitzt, Follower Witze erzählen. Okay, warte mal. Müssen wir jetzt mal gucken. Wir erzählen mal Witze. Wir teilen noch mal ein Bild. Wir brauchen ja so viele Follower. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Soziale Medien aktualisieren und überprüfen. Und ich weiß nicht, in welchem Level ich zwar jetzt bin. Ich habe aber irgendwann noch mal gesehen, dass hier auch noch mal was kommt. Turnier? Nö. Oder war das im Web? Ach, E-Mail beantworten, meinetwegen. Wir brauchen ein bisschen, ja, 1000. Braucht ein bisschen Zeit. So, Dahlia. Wow, 530 haben wir jetzt. Cool. So, ich glaube aber jetzt so langsam an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.